Wow, ihr Pferdenerds, und herzlich willkommen zu einem neuen Reitvlog. Da ist die liebe Ella. Juhu! Hallihallo! Und was probieren wir heute aus? Franklin Bella. Habe ich mir gewünscht. Jihi! Ja. Ja, und zum ersten Mal außerdem auf dem hier auf dem flexiblen Sattel. Ich verlinke euch das Video dazu nochmal, wer das noch nicht kennt, weil auch einige mal fragen, was ist das für ein Sattel, tralala. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, und ich habe die Solo-Short auch wieder dabei. Das verlinke ich euch hier auch nochmal kurz. Die wollen wir auch mal an einem anderen Ort ausprobieren. Also Test. Mhm. Ganz spannend heute. Ja. Sehr mal gespannt. Und so. Chica versteckt sich. Ja, Chica versteckt sich immer da irgendwo so. Schätzelein, ich habe heute den Strick in der Hand und so. Und nicht Mutti. Mhm. Deswegen, All-in-One-Test. Wäre cool, ne? Ich kann das Pferd führen, ohne irgendwas in der Hand zu haben. Also, viel Spaß! So, ihr Lieben, wir sind auf dem Reitplatz. Ella reitet schon gerade warm und hier ist die Solo-Short, die echt ewig braucht zum Starten, also das nervt. So dezent, aber wenn man Zeit hat, geht es. Mal gucken, und gerade hat sie auch ein bisschen rumgezickt wegen GPS und so, stand erst da drüben, da, und da wollte sie nicht, da hat sie mich immer mit einem, also hat sie mal rausgefilmt, einfach nur auf dem Zaun, und dachte mir so, warum? Deswegen also mal gucken. Jetzt initialisiert sie sich neu. Das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen. Naja. Mal gucken, ich bin gespannt. Und Chico ist gerade mal wieder einer auf. Hey, das ist gruselig. So. Denk dran, immer Kopf rein. Kopf rein, innerer Schenkel. Ja, genau, so. Genau so. Genau. Und dann wieder, wenn er wieder anfängt so zu schielen, Kopf rein. Innere Hand trotzdem nach innen, nicht über den Mähnenkamm. Ja, genau. Ja, ja. Chico reiten ist immer so Special-Aufgabe. Okay. Gut, wir probieren das jetzt mit der Solo-Shot und nach dem Warmreiten gibt es die Bälle. Bin gespannt. Chica, du bist so eine Möhre. Ja. So, Ella kriegt jetzt hier den Tag hier. Aber ich würde nochmal nachrüsten. Das können wir gleich machen. Ja, bitteschön. Magst du vielleicht schon mal was sagen zu dem Sattel? Du sagst ja, das ist das erste Mal jetzt drauf. Ja, also ich finde ihn tatsächlich geil. Ich bin eigentlich bekennender Barefoot-Sattel-Freund-Fan. Aber hier habe ich kein Gefühl von Schwammigkeit. Man hat es ja bestimmt schon gesehen. Chica dreht mit mir im Schritt ordentliche Spins. Und da habe ich jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, Sattel und ich gehen getrennte Wege. Nee, er hat mich gut mitgenommen. Ich fühle mich tatsächlich wirklich echt wohl in dem Ding, obwohl ich glaube, von meinen allerwertesten, die Sitzfläche ist ein bisschen knappig. Ja. Sie drückt euch ein bisschen. Ja, gut, das ist ein 17er Zoll. Ja, geil. Ja? Ich bin überrascht positiverweise. Siehst du? Ich mag den Sattel ja auch. Von daher. Das ist halt tatsächlich auch trotz der Fender, merke ich, im Gegensatz zu dem Western-Sattel, merke ich hier das Pony. Mhm. Also das ist. Ja, das ist das Coole, weil du halt viel näher dran bist, ja. So. Tatsächlich, nee. Das tut sich hier vorne auch nichts an. Ja. Kann man mal machen, ne? Ja, also auch so für zarte Elfen wie mich, so als Zweitsattel für gelegentheitlich so, ja. Ja, finde ich auch cool. Ja, das ist eine coole Sache. So, ich bin mal gespannt, ob die Kamera da mit uns jetzt vernünftig redet oder ob die nur Müll macht. Mal sehen. Aber dann reit mal noch mal ein Stückchen und dann sagst du mir mal, wo so deine Baustellen sind. Na. Für die Bälle. Als ob du die nicht wüsstest. Hi. Ja, nee. Baustelle Pferd. Ja, genau. Baustelle Pferd. Ach, nee, so, Kopf nach innen. Genau. Und mit dem Schenkel rausschieben. So, wir drehen eine professionelle Rolle. Genau. Äußeren Zügel ein bisschen mehr zurück. Nicht so weit über den Mähnenkamm, mehr nach hinten. Ja. Bande, denk dran. Eine Bande, die du mitnimmst. Genau. Ja, außen und innen können wir gerne. So, Kopf nach innen, Schenkel. Und Schenkel nicht so weit nach hinten, sondern mehr am Gurt. Genau, am Gurt. Genau. Ah, ja, dann können wir da auch langlaufen. So, Baustellen. Ja, das rechte Knie, also die Seite, ne, für alle, die auch so sind wie ich, das ist die rechte Seite. Mhm. Und also prinzipiell neige ich dazu, beide Knie hochzuziehen und dann die Steigbügel zu verlieren. Und ich immer jedem sage, die Steigbügel sind alle zu lang, mach die mal kürzer. Nein, heute ist aber explizit das rechte Knie. Gerade wenn ich Schenkelhilfen gebe und noch eine Kurve einleite und das ganze Gedöns, dann wandert
das Knie halt immer höher und der Steigbügel immer weiter weg. Also das ist auf jeden Fall eine Baustelle. Und ich knicke halt so gerne einseitig, sieht man auch gerade, ne? Ich sitze auch gerade so echt drauf. Ja, ja, genau. Das ist die nächste Baustelle. Also ich bin so ein Hüfteinknicker und ich verfahre mich dann da ganz gerne drin und komme dann da auch nicht mehr raus. Ja. Hast du noch was hinzuzufügen? Ja. Das allererste, was wir jetzt nämlich erstmal machen werden, ist deine komplette Hüfte zu lockern. Weil es ist ja immer nicht nur das Knie, ne? Sondern es fängt ja alles schon in der Hüfte an. Und deswegen kriegst du jetzt hier die lustige Wasserrolle hier unter den Hintern. Es gibt auch eine Luftrolle davon, aber bei Ella fangen wir gleich mal mit den lustigen Sachen an, weil die ist halt, dadurch, dass da Wasser drin ist, bewegt die das, also hat die mehr Dynamik. Heißt auf gut Deutsch, Ella ist eine Komplettbaustelle und wir fangen gleich mit den Hardcore-Mitteln an. Nee, im Gegenteil, mit Ella kann ich das machen, weil ich weiß, dass sie das gut austarieren kann. Also, positiv. Okay, also, die kommt so unter den Hintern, dass man hier links und rechts mit den Sitzknochen drauf sitzt. Ja, also nicht so schieben, links und rechts die Beine, nicht wie auf dem Pferd setzen, sondern so. Also ich bin echt gespannt. Ne? Ich habe ja... Das musst du allerdings selber machen. Meine Sitzbeine sind gar verschreckt. Ja, wo sind die denn? Na, führ mal. Na klar, hast du welche. Hab ich welche? Nö, ich habe keine Hüfte. Wetterling, geh weg. Das ist eine sehr intime Zone. So, merk mal. Merkst du? Ja. Überhaupt nicht. Haben sie gefunden. Okay, gut. Dann reit mal los. Du musst keine wilden Sachen machen. Du kannst alle drei Gangarten reiten, wenn du möchtest. Also ich fühle, ich sitze in einem Hohlkreuz. Ja, aber ihr könnt euch ja das Kreuz gerne angucken, da ist nichts von hohl, ne? Weil hier ist gerade, hier merke ich, hier passiert gerade was. Ja, das liegt aber an der Rolle, weil die quasi dein Becken ja ein Stückchen hochhebt, das Ganze. Und es fühlt sich für dich so an, als würde es ins Hohlkreuz gehen, tut es aber nicht. Und also, das Faszinierende ist, die Steigbügel, die passen immer. Und ich habe jetzt echt gedacht, wenn ich jetzt höher gelagert bin, dass wir die Steigbügel nachregulieren. Nö. Faszination. Ja, cool, ne? Also, dann reit mal los. Und Chico macht heute für uns halt das Probepony sozusagen. Also das ist eine Herausforderung, weil der Herr halt immer so, Grusel, bla. Du musst da auch nicht bis in die Ecke rein, weil Chico ist halt da so ein bisschen zickelig. Das ist übrigens mein Pferd, wie es leibt und lebt, ja. Also voll das Problempony. So, Ella ist jetzt die ersten 3 Minuten damit geritten. Sag mal. Eigenartig. Also Trab geht gar nicht. Da mache ich mich irgendwie, da bin ich steif. Das ist mir sehr unangenehm im Trab. Ah ja, okay. Du kannst galoppieren, wenn du möchtest. Ach stimmt, der kann ja aus dem Schritt angaloppieren. Der kann aus dem Schritt angaloppieren, ja. Das könnte man mal versuchen, wenn wir hier eine gerade Linie hinkriegen. Also wenn ich Kurven reite, dann habe ich irgendwie aber auch tatsächlich das Gefühl, ich rutsche so komplett so zur Seite. Ja, man wird umprogrammiert. Ja, das ist sehr eigenartig. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt gut finde. Ich bin auf den Nachher-Effekt gespannt, ob ich denn auch so abgehe wie Schmitzkatze wie alle anderen in den YouTube. Ja, dafür musst du aber noch ein bisschen reiten. Ach so. Also reit ruhig ein bisschen. Da war ja noch was. Ja. Nee, bleib. Oh, dieses Pferd. Die wollen doch mal hier. Ja, setz dich durch. Also Spins gehen auch. Jawohl. Oh, nee. Dann brrr. Easy. Oh. Oh nee, Gottes Willen. Huch! Ey, da schwimme ich ja weg. Ja? Das ist eine. Dann bleib im Schritt! Das macht mich ja total unsicher im Galopp. Also, ich mag ja Chicos Galopp und aus dem Schritt angaloppieren ist ja supi. Aber hier bin ich gerade geschwommen. Ja? Fühlt sich kacke an, ne? Ja. Die Rolle selber ist erstmal richtig scheiße. Das bringt einen total aus dem Konzept. Ich habe echt gedacht, bei den Erstgaloppsprüngen, ich schwimme hier vorne rüber und ich verliere auch das Ding unterm Arsch. Ja. Okay. Dann ist ja an Lenken ja nicht mehr zu denken. Deswegen muss keine wilden Sachen mit dem machen. Ja, also Lenken und sowas ist gerade nicht machbar. Ich habe jetzt vor diese Rolle unterm Arsch im Fokus. Den Steigbügel könnten wir, glaube ich, jetzt noch länger machen, weil ich das Gefühl habe, das ganze Bein ist gewachsen. Vor allem dafür, dass du sonst immer sagst, können wir die kürzer machen. Dafür, dass ich da immer schreie. Aber ich möchte die Rolle jetzt auch langsam loswerden. Also jetzt ist gerade so ein Punkt, wo ich mich nicht mehr wohlfühle. Wir nehmen dir jetzt die Rolle ab und wir machen das mit Live-Reaktion. Oh. Ja? Sprich? Oh. Weiß ich nicht. Ja, ich sitze tiefer im Sattel. Also mein Arsch ist noch breiter geworden. Doch, so fühlt sich das gerade voll an. Okay. Steigbügel können wir, glaube ich, locker.
Nee, ist schon okay. Ich, aber das fühlt sich gerade so an, als wenn die mega lang, ne? Zu kurz. Ja. Cool, oder? Faszinierend. Ich sitze mehr im Sattel. Ja. Hier, das ist jetzt weg, das fühlt sich normal an. Ja, ist aber genauso gerade wie vorhin. Ja. Jo. Ich sitze voll im Sattel. Ja, das sieht man auch. Ich kann es jetzt nicht anders beschreiben. Es ist so, ich fülle hier alles aus. Ja. Jetzt nicht im negativen Sinne, weil ich mir, weiß ich nicht, irgendwie verfinde. Aber ganz faszinierend. Also, aussitzen ist ja eh mal so eine Sache. Ja. Aber ich habe, also hier oben liegt der Schenkel bequem an. Ich sitze hier. Ich bin hier oben nicht mehr so durchgeschüttelt. Faszinierend. Cool, ne? Was sagt dein Knie? Ja, stimmt, die sind gar nicht hochgerutscht. Ja. Ja, faszinierend. Witzig, oder? Ja. Ich habe hier noch so ein kleines Folterinstrument. So, Leute, das war der Komödie erster Teil sozusagen. Ella hat noch eine andere Sorte Ball dann von mir bekommen und noch ein Komplettfazit dazu abgegeben, beziehungsweise wie es ihr so nach der Arbeit damit so ging. Aber ich wollte euch jetzt ihre Eindrücke, wie sie zum ersten Mal damit reitet und wie sich das anfühlt und so weiter, so ganz ungefiltert rübergeben. Deswegen ist es jetzt schon relativ lang. Und deswegen dachte ich mir, wenn euch das weiter interessiert, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Dann lade ich den nächsten Teil dann nächste Woche Mittwoch dann dazu hoch und halt auch ihr Gesamtfeedback. Ja, und mit der Soloshot habt ihr auch ein bisschen mitgekriegt, dass das alles nicht ganz so einfach wird. Ich werde das weiter beobachten und dann auch nochmal so einen Kompletteindruck dazu machen. Ihr habt jetzt auch ein paar Bilder davon gesehen. Schreibt mir gerne eure Fragen zum Thema Franklin-Bälle oder auch zu der Soloshot unten in die Kommentare rein. Und schreibt mir auch gerne Vermutungen, was Ella insgesamt von der ganzen Sache hält, vor allen Dingen mit der zweiten Sorte Ball, die ich ihr da noch gegeben habe. Ab damit in die Kommentare. Kennt ihr euch eigentlich damit aus? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Wenn ja, schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare rein. Was sind denn so eure Probleme und was habt ihr denn so für Lösungen, sage ich jetzt mal, gefunden, durch die Bälle vielleicht oder so? Oder habt ihr vielleicht die Erfahrung gemacht, dass das alles Käse ist und nicht besonders gut funktioniert? Auch gerne Langzeiterfahrung, ab damit in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Eure Meinungen, eure ungefilterten Erfahrungen interessieren mich sehr. Und ansonsten könnt ihr hier noch ein anderes Video finden und da gerne noch ein Abo dalassen, wenn ihr noch nicht habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!